an das Stierkollektiv. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche und dementsprechend auch, was hier für den einen oder anderen Stier eine Rolle spielen könnte. Bedenke, nicht muss. Das Rad des Schicksals ist rausgefallen. Ja, hier geht es natürlich so ein bisschen um Berufung. Klar, ganz klar auch um Schicksal, gar keine Frage. Aber ihr seid hier, ja, ihr seid hier in eurem Element. Es ist sehr, sehr erdlastig hier mit den Münzen. Der Page der Münzen steht für Angebote. Der Page der Münzen steht auch für gute Nachrichten, für einen wirklich, ja, ich würde sagen, grünen Daumen in dem Fall, um wirklich deine Pflänzlein zum Wachsen zu bringen. Der Page der Münzen steht aber auch generell für ein Angebot. So, mit den Sieben der Münzen haben wir hier die Thematik der Langfristigkeit drin, der Geduldsprobe. Da mache ich mir bei euch aber tatsächlich generell so gar keine Gedanken. Was ein Problem sein könnte in der Hinsicht sind, dass möglicherweise nochmal Überraschungen auf den einen oder anderen Stier hier zukommen könnten, die ja den einen oder anderen Stier so ein bisschen aus der Bahn werfen könnten. Also ein bisschen Obacht, vor allen Dingen hier in Konstellation mit den Fünf der Schwertern. Die Zehn der Münzen, die sprechen von Integration, von Verwirklichung, die sprechen für deine praktischen Fähigkeiten, alles, was du drauf hast. Sie sprechen aber auch für Stabilität und Besitz. So, wie gesagt, wir haben hier noch so eine kleine Überraschung drin liegen. Und das könnte zu impulsiven Handlungen führen, besonders wenn es hier möglicherweise wirklich an deine Verwirklichung geht, an deine Fülle geht, vielleicht sogar in finanziellen Angelegenheiten. Also Obacht, wenn hier das Angebot reinkommt, dass es vernünftig ausgehandelt wird. Und auch Obacht, damit dir keiner die Butter vom Brot klaut, in Anführungszeichen, Butter ist aktuell sehr, sehr teuer. Ja, deswegen bleibe ich hier in der Energie der Münzkönigin, stehe für Wachstum, für Fruchtbarkeit, für Ausdauer, für Bodenständigkeit und auch bleib in einer Ruhe. Ja, also lass dich hier wirklich nicht nochmal irgendwie, ja, stören in deinem Frieden. Die Zehn der Kelche, die sprechen für ein Hochgefühl. Das heißt, wir haben hier einen Zustand von Zufriedenheit, von Energie, von Wissen, von Gefühl. Also all das spielt damit zusammen. Und wir haben auch noch die Energie der Herrscherin, die ebenfalls für Fruchtbarkeit, für Wachstum steht und natürlich auch für das Beherrschen aller Elemente. Das heißt hier Wachstumspotenzial bei dem einen oder anderen Stier, was das materielle Sicherheitsbedürfnis angeht. Ja, es sieht also sehr, sehr gut aus, langfristig gesehen. Aber wir haben hier auch eine kleine Warnung in der kommenden Woche. Wie gesagt, hier könnte noch eine Überraschung reinpurzeln, die für ja, Konflikte sorgen könnte. Es kann mit der anderen Person zu tun haben. Es ist das Thema der Konfrontation hier drin. Es ist aber auch so ein bisschen die Energie des Lernen aus der Vergangenheit. Ja, also mit den Sieben der Münzen kommt ja auch nochmal eine Überraschung aus der Vergangenheit rein. Von daher wäre es gut, wirklich jetzt daraus zu lernen, um nicht hier in einen Mangel reinzugeraten. Das ist natürlich nicht nur der finanzielle Mangel, sondern mit den Fünf der Münzen ist generell eine Selbstreduzierung auch angesagt. Und manchmal auch die Karte, die sagt, es ist Zeit, hier Hilfe reinzuholen, Hilfe sich von außen zu holen, um einfach in der Bodenständigkeit, in der Energie des Wachstums auch bleiben zu können. Also, falls nötig, hol dir einen Ratschlag von einer Person, die davon Ahnung hat, bezüglich deines Problems, wenn hier eben nochmal jemand reingerät, der dir das Leben schwer machen möchte. Ansonsten schöne neue Woche, viel Wachstum, viel Fruchtbarkeit und viel Erfolg.